Schönen guten Abend, liebe Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Freunde der Osteuropa-Studien und der Osteuropa-Bibliothek hier in Bern. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können zu unserer schon 5. Veranstaltung unserer Reihe, eben der Rote Oktober als Ereignis und Bezugspunkt in der sowjetischen Geschichte. Wir haben ja so eine Art Parforce-Ritt gemacht, begonnen mit dem Vortrag zu 1917 selber zum Ereignis der Erfahrung und der Erinnerung. Dann waren wir 1937 quasi im Auge des Terrors, 1947 dann auf einem Tiefpunkt gesellschaftlich, sozial und moralisch. Und vor 2 Wochen mit 1957 ging es dann sehr stark aufwärts, zumindest in der Rhetorik bis in den Kosmos. Die, die hier waren, werden sich an diese Sputnik-Bilder erinnern. Ja, und heute eben sind wir 1977 angelangt, also 60 Jahre nach der Revolution, im Spätsozialismus, eine Ära der Stagnation, wie sie lange hieß. Heute aber auch ein bisschen eine Ära, an die man sich fast nostalgisch als die goldene Ära der Sowjetzeit erinnert. Kurz zusammengefasst immer einfach die Ära Brezhnev, also Brezhnev als Person, der diese Ära kennzeichnet. Ja, und 1977 geht Brezhnev also baden. Was es damit auf sich hat, das wird Ihnen unser heutiger Referent Christian Noack sagen, den ich Ihnen hier gerne kurz vorstelle. Ja, Christian Noack hat in Köln studiert, woher er auch kommt, und zwar osteuropäische Geschichte, Slawistik, Theater und Film- und Fernsehwissenschaften und hat dort bei Andreas Kappeler promoviert zum Nationsbildungsprozess bei den Muslimen im russischen Zarenreich. Seine Dissertation hieß Muslimischer Nationalismus im russischen Reich, Nationsbildung und Nationalbewegung bei Tataren und Baschkiren und ist in Stuttgart 2000 erschienen. Danach hat Christian Noack Köln verlassen. Er war an der Universität Bielefeld tätig, auch im Bereich osteuropäische Geschichte bis 2007 und danach in Irland an der National University of Ireland in Maynooth. Das kennen Sie vielleicht nicht, aber ich kann es empfehlen. Ich war mal da, es war sehr schön. Es ist relativ klein, aber nicht unbedeutend. Und seit 2011 ist er dann wieder in einer Stadt angekommen, die man auch kennt, nämlich in Amsterdam, wo er assoziierter Professor ist, und zwar am Studienbereich European Studies. Ja, seine Forschungsschwerpunkte eben habe ich bereits erwähnt. Einer davon ist die Geschichte der Muslime und der anderen Minderheiten des Zarenreichs und der Sowjetunion. Da ist 2014 auch nochmal ein von ihm mit Stéphane Dudoignon herausgegebener Band erschienen unter dem schönen Titel Allahs Kolchoses, Migration, Destalinization, Privatization and the New Muslim Congregations in the Soviet Realm. Also da geht's um eben die Kolchosen in dem Spätsozialismus und in der Transformationszeit, oder könnte man sagen, in den eben muslimischen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. Ein weiterer Schwerpunkt ist das kollektive Gedächtnis und die historischen Gedenkpraktiken in Europa. Da ist 2012 auch unter seiner Herausgeberschaft eine Publikation herausgekommen, Holodomor und Gortamur, also der irische Hunger verglichen mit dem ukrainischen Hunger, der ukrainischen Hungerskatastrophe in der Geschichte, den Erinnerungen und den Repräsentationen. Aber warum er heute hier ist, hängt zusammen mit seinem Schwerpunkt auf der Kultur- und Sozialgeschichte der späten Sowjetunion, insbesondere einem Forschungsprojekt zum Massentourismus in der späten Sowjetunion, zu dem er eben auch schon ausführlich publiziert hat. Ich habe Ihnen ein Band mitgebracht, das heißt Brezhnev's Little Freedoms, Tourism, Individuality and Mobility in the Late Soviet Period, ist letztes Jahr erschienen. Ich gebe das einfach mal rum zum Reinschauen. Ja, und damit habe ich dich hoffentlich genügend umfassend eingeführt und freue mich, dir das Wort geben zu können. Ja, in meinem Alter wird man dann allmählich ganz froh, wenn man daran erinnert wird, was man alles schon für einen Unsinn gemacht hat. Ich wollte vielleicht ganz kurz zu dem Band, den Eva Maurer hier rund gibt, nur sagen, das ist tatsächlich auch ein Amsterdamer Produkt. Das ist entstanden in einer Konferenz, die meine Kollegen Dina Feinberg und Artemi Kalinowski vor 3 oder 4 Jahren in Amsterdam organisiert haben. Und das
ist eben einer von den Arbeitsschwerpunkten, die wir in Amsterdam auch haben. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei Eva Maurer für die Einladung bedanken. Ich war ja ein bisschen erschrocken in zweifacher Hinsicht. Einmal, als wir eben das Plakat draußen nochmal aufgehängt haben, zusammen habe ich gesehen, wer alles sonst an großen Namen hier schon aufgetreten ist. Zum einen, zum zweiten habe ich gesehen, dass natürlich mein Titel mit Abstand der bescheuertst ist in der ganzen Reihe. So, deswegen muss ich mich also auch bei Ihnen bedanken, dass Sie trotzdem gekommen sind. Ich habe keine gute Entschuldigung für den Titel, nur eine schlechte Erklärung, und dazu kommen wir dann also gleich. Ja, die Reihe hat damit zu tun, wie eben die Revolution nachlebt in der Geschichte der Sowjetunion. Und als ich eben die Einladung bekommen habe und überlegt habe, was kann ich da machen, habe ich natürlich gedacht, gucken wir doch als erstes mal in Brezhnevs Tagebücher. Ja, ja, der Mann hat welche hinterlassen, und die sind mit großem Pomp vor, ist das noch nicht so lange her, 2-3 Jahren glaube ich auch ungefähr, herausgegeben worden. Wenn man sie dann aufschlägt, ist man ein bisschen enttäuscht, weil sie bestehen aus sehr kurzen Notizen, mit 2 Reihen von Fußnoten dran. Da sind kleine Buchstaben dran. Da steht dann unten auf dem Seitenende, können Sie dann sehen, ob er das mit Filzstift oder mit Kugelschreiber notiert hat in seinem Tagebuch und in welcher Farbe. Und dann gibt es dann noch irgendwie eine Fußnote, also eine Zahl. Und da muss man dann am Kapitelende jeweils gucken. Und da steht dann meistens Vergleiche Fußnote 79. Also, okay. Aber wir werden gleich sehen, was er da verzeichnet hat. Und ich habe natürlich geguckt, ja, was gibt's da zu sehen zu den Feierlichkeiten, immerhin 60 Jahre Oktoberrevolution, und wie Sie auf der Folie sehen, gab's da nicht viel zu verzeichnen. Ich habe für den 13. November, glaube ich, war es, einen Eintrag gefunden, immerhin, und ich hätte mich bald verlesen. Das ist das Problem im Russischen, sind die beiden Präpositionen w und na, also Leute, die das studiert haben, kennen das, und ich habe zuerst gelesen, mich verlesen, gedacht, er hat sich die Leiter der Bruderparteien im Mausoleum schon untergebracht, dachte, das wäre natürlich jetzt mal irgendwie eine Neuigkeit, die wir aus dieser Literatur dann doch herausfinden können, war dann leider nicht so, es war nur eben auf dem Mausoleum, also es war tatsächlich sozusagen, er hat sich offensichtlich sogar in seinem Privatleben, denn nur das Privatleben taucht in diesen sehr kurzen Aufzeichnungen eigentlich auf, hat er sich also Gedanken darüber gemacht, wen er neben wen stellt. Und das ist eigentlich schon wieder relativ charakteristisch für diese Brezhnev-Zeit. Wir könnten sagen, die Revolution und ja, die gesamte auf dem Revolutionsmythos aufbauende Ideologie ist eigentlich omnipräsent, aber mehr als so eine Art Dekor. Wer die späte Sowjetunion noch bereist, hat, wird sich erinnern, dass die Innenstädte in den Paradestraßen stand oben auf den Dächern so Leuchtreklame, so in der Art, die Ideen Lenins leben und werden weiterleben und solche Geschichten, und also sehr viele Referenzen sprachlicher oder bildlicher Natur an die Revolution, und gleichzeitig hatte man den Eindruck, dass sie im wirklichen Leben eigentlich keine richtige Rolle spielt. Warum ist 1977 trotzdem interessantes Datum oder vielleicht interessantes Datum? Ich bin sicher, also vor 20 Jahren hätte Eva Maurer ziemlich lange suchen müssen, bis sie irgendein Osteuropa-Historiker gefunden hätte, der hier freiwillig 1977 ausgerechnet übernommen hätte. Das galt nun als die langweiligste und eigentlich total völlig uninteressante Periode der Sowjetzeit. Und in der Tat sehen wir dann auch wieder, wenn wir mal die Chronologie des Jahres 1977 durchlaufen, dass da eigentlich auch verhältnismäßig wenig passiert. Das einzig Große, was man in so Chronologien der Sowjetgeschichte für dieses Jahr findet, ist eben tatsächlich, dass 1977 die neue Brezhnev-Verfassung, so ist sie auch genannt worden, endgültig verabschiedet ist. Bis dahin war die gültige Verfassung der Sowjetunion die aus der Stalinzeit, aus dem Jahr 1936 stammende. Und in gewisser Weise werde ich an dieser Verfassung mehr anknüpfen, glaube ich, heute Abend in meinem Vortrag, denn an der Revolution direkt. Denn in gewisser Weise ist diese Verfassung eigentlich auch ein Dokument, in dem Brezhnev seine Idee des entwickelten Sozialismus und seiner Errungenschaften in gewisser Weise niedergelegt hat. So ähnlich wie Stalin das getan hat, 1936, man kann die Stalin-Verfassung eben auch als so ein Dokument lesen,
mit dem Stalin eigentlich die Phase der Revolution und des Klassenkampfes zunächst mal beendet hat und die Phase des sozialistischen Aufbaus eingeleitet hat. So, jetzt habe ich also von den Tagebüchern gesprochen, aber immer noch nicht vom Baden. Ne? Das war natürlich eigentlich das, was ich noch vor der Verfassung gefunden hatte in den Tagebüchern. Also der Eintrag für gestern von vor 40 Jahren war dann tatsächlich, dass er baden gegangen ist und sich dabei auch noch den Kopf gewaschen hat. So viel also zu historischer Literatur. Ich weiß nicht, wie viel die Schweizer Osteuropa-Bibliothek für die Anschaffung dieser drei Bände bezahlt hat. Das dachte ich mir. So, aber man kann also wirklich interessante Sachen finden. Ich bin eigentlich noch zufriedener, dass ich gefunden habe, dass es tatsächlich auch im Internet, anders arbeitet man heute kaum noch, Abbildungen gibt, wo man den Herrn tatsächlich schwimmen sieht. Jetzt habe ich allerdings tatsächlich als Historiker ein bisschen ein Problem, weil dieses Bild stammt von 1981. Also da ist er schon noch ein bisschen weniger fit, als er 1977 schon war. Also wieso der Titel mit dem Baden? Ich sagte ja schon, ich habe nur eine schlechte Ausrede. In gewisser Weise erlaubt mir das sozusagen, die große Politik und diese Fragen der Revolutionsfeiern zu verbinden mit meinem eigentlichen Forschungsgebiet. Und das ist eben im weiteren Sinne die Freizeit und in der Sowjetunion. Und ich denke, die wird heute Abend auch bei dem Versuch, die Brezhnev-Zeit einerseits zusammenzufassen und dann ein paar Hinweise auf, sagen wir mal, neuere Interpretationen zu geben, eine gewisse Rolle spielen. So, gut. Puh, das haben wir also hinter uns gebracht. Kommen wir also zu dem Begriff der Stagnation, den Eva Maurer ja auch schon in der Anmoderation genannt hat. Und da wird man feststellen, dass diese Stagnation einmal natürlich als Begriff Stillstand beinhaltet, das heißt eben keinen Fortschritt, was natürlich in einem großen Gegensatz zu der Rhetorik und der Euphorie, sagen wir mal, unter Khrushchev stand, die hier beim letzten Mal verhandelt worden ist. Aber gleichzeitig, wenn man sich eben die Literatur anguckt, ist auch immer da eine gewisse Kritik daran an der Führungsschwäche Brezhnevs. Im Vergleich zu den anderen sowjetischen Führern erscheint er immer als eine Figur, die passiv ist, die nicht viel macht. Und das ist einer der Punkte, auf den ich heute Abend eingehen möchte. Da ist ein bisschen was in der jüngeren Forschung passiert und das möchte ich Ihnen vorstellen. Aber diese beiden Zitate hier, die Sie ja selber lesen können, die kommen einerseits von einem Historiker, Moshe Levin, und andererseits von einem Politiker, könnte man sagen, also jemand, der sehr eng in der Brezhnev-Zeit schon mit der politischen Führung zu tun hatte und später auch zu den Beratern Gorbatschows gehört. Und da gehört eigentlich dieser Begriff der Stagnation auch hin. Die Perestroika-Generation, haben Sie Zeit gehabt, das zu lesen? Kann ich weitergehen? Gut. Die Perestroika-Generation hat eigentlich diesen Begriff der Stagnation geprägt und natürlich auch als Kampfbegriff. Warum? Weil sie eben wieder zurück wollte zu einer Dynamisierung des Lebens in der Sowjetunion. Da musste man sich eben gegen das absetzen, gegen das, was eben da war. Und in der Hinsicht ist die Stagnation ein Kampfbegriff gewesen. Es lässt sich aber nicht übersehen, dass dieser Befund von Stagnation auch schon von den Zeitgenossen Brezhnevs geteilt worden ist. Ich habe hier eine Referenz auf einen Tagebuchnotiz von Tscherniajew, der auch einer der Redenschreiber Brezhnevs gewesen ist selber. Also auch wieder ein Mensch, der sehr nah an diesem Führer gewesen ist. Und in gewisser Weise nimmt das ja auch schon vorweg, dass die Brezhnev-Zeit eben gerade keine Zeit gewesen ist, in dem man eben tatsächlich nah am Leben dran war und den Herausforderungen der Zeit ins Gesicht geblickt hat. Andererseits hat Eva Maurer auch schon, wenn ich Honorar kriegen würde, würde ich ihr die Hälfte abgeben, weil sie hat ja den Begriff der Nostalgie und des goldenen Zeitalters auch schon gebracht. Ist ziemlich naheliegend. Aber jedenfalls wissen wir, also heute wird genau das, was hier kritisiert wird, eigentlich diese
diese Ruhe, diese Stabilität in der Rückschau verklärt. Also irgendwo in diesem Spannungsfeld möchte ich meinen Vortrag heute Abend ansiedeln. Und ich habe mir gedacht, ich mache das so, weil ich natürlich ein bisschen das Problem habe, als ein auswärtiger Referent nicht so genau zu wissen, mit wem ich es dann zu tun habe. Das kann sein, dass ich Sie jetzt teilweise mit ein paar Informationen langweile, die Sie alle kennen. Dann können Sie anfangen zu pfeifen. Wenn Sie einschlafen, bitte laut mit dem Kopf auf den Tisch aufschlagen, dann weiß ich auch, dass da was falsch läuft. Also die Idee ist jetzt, ich gebe Ihnen so eine kurze Einführung in das, was sozusagen die konventionelle Sicht und Erklärungsweise dieser Zeit ist. Also eine gewisse Zusammenfassung der Zeit zwischen 1957, die das letzte Mal dran war, und 1977. Ich versuche, das so kurz wie möglich zu halten, aber so sind wir halt, Professoren in Geschichte. Wir können eigentlich stundenlang. Ich probiere das also zu vermeiden. Und danach will ich zwei verschiedene Ansätze einer Reinterpretation, die neuer sind, vorstellen, wenn die Zeit reicht. Es gibt so mehrere so Notausstiegspunkte in meinem Programm. Wir werden sehen, wie weit wir da kommen. Gut. Also, das ist die Idee. So beginnen wir mit der Stagnation und der etablierten Sichtweise. Fangen wir mal an, wo kommt eigentlich Brezhnev her und wieso ist er an der Macht? Er gehörte also zu dem engen Führungszirkel schon der Partei unter Khrushchev. Und dieser innere Führungszirkel der Partei, wie vermutlich viele andere Parteigenossen in der Kommunistischen Partei, waren vom Reformeifer und vor allen Dingen auch der relativen Unsystematik des Reformansatzes von Khrushchev schon relativ entnervt, als Khrushchev seinen lieben Freunden in der Parteiführung ankündigte, dass er quasi auch die Parteiführung gleich mal irgendwie erneuern würde. Mit anderen Worten, sie mussten sehr stark um ihre Position und um ihre Privilegien fürchten und da hat sich so Brezhnev praktisch zum Sprecher dieser Parteielite gemacht und riskiert, Khrushchev zu entmachten. Und das war offensichtlich kein so ganz von seinen Zeitgenossen nicht mitgetragener Versuch, sondern im Gegenteil eben, er hat sich da zum Sprachrohr gemacht und diese Entmachtung ist dann relativ schnell und ohne große Probleme über die Bühne gegangen. Und da sehen wir dann, dass Brezhnev auch sowas Ähnliches macht wie die Reformer unter Gorbatschow. Der muss sich auch sozusagen in seinem Führungsstil jetzt absetzen gegenüber seinem Vorgänger. Und er betont nun wieder die Idee einer kollektiven Führung. Darüber will ich später noch in etwas größerem Detail sprechen. Und er dreht eben vieles von den Reformen zurück. Und im Gegensatz zu diesem Reformeifer der Khrushchev-Zeit wird eigentlich Stabilität so das Schlüsselwort für seine Politik. Und das übersetzt er vor allen Dingen für seine Parteigenossen, nicht nur die in der Führung, sondern in der Breite auch, in eine Politik, die wird genannt Vertrauen in die Kader, Doverik Kadram. Und das bedeutet eigentlich, dass die Parteileute, die unter Stalin ständig unter dem Druck standen, dass wenn Stalin seine Meinung wechselt oder aus irgendwelchen anderen Gründen plötzlich mit ihnen nicht mehr einverstanden ist, dann konnte das einen sehr tiefen und sehr plötzlichen Fall beinhalten. Und so ganz anders war das unter Khrushchev auch nicht, weil der eben ständig unter dem Druck stand, dass seine Reformen irgendwelche Wirkung erzeugen mussten und das taten sie auch nicht dauernd. Und deswegen war es da auch ganz gut, sozusagen ein paar Scapegoats, wie sagt man nochmal? Sündenböcke, danke, zu haben, die man dann sozusagen rausschmeißen konnte. Und womit sich Brezhnev dann eben bei der Partei beliebt macht, ist sozusagen diese Aussicht sozusagen, wir bringen da jetzt mal Ruhe rein und ihr könnt versichert sein, dass ihr sozusagen da auf diesem Posten in Ruhe arbeiten könnt und dann werden wir auch Ruhe insgesamt in die Gesellschaft und in das Land bringen. Wenn wir uns mal so die Eckpfeiler seiner Politik in den 60er Jahren angucken, dann beinhaltet das aber eben auch eine gewisse, aber keine wirklich durchgehende Abkehr von gewissen Reformen, einschließlich der Entstalinisierung, die Khrushchev vorangetrieben hat. Das bedeutet also, dass man über Stalin wieder reden kann, dass er also nicht durchgehend für alles immer kritisiert wird und so weiter. Wir sehen auch ganz deutlich eine Einengung der intellektuellen Freiheiten. Das ist die Zeit der Entstehung einer Dissidentenszene schon in der Sowjetunion und der ersten
Prozesse gegen Schriftsteller zum Beispiel, die allein dafür vor Gericht gestellt werden, dass sie ohne staatliche Erlaubnis zum Beispiel ihre Werke im Westen veröffentlicht haben und so weiter und so fort. Die Stabilität in der Kaderpolitik habe ich schon erwähnt. Ich habe in der schönen Alltagsgeschichte der Sowjetunion von Carsten Görke dieses wunderbare Bild gefunden, was, wie ich finde, tatsächlich diese Idee der Brezhnev-Zeit sehr schön visualisiert. Ja, es ist also sozusagen ein gewisser Status, den man als Parteimitglied hat, der drückt sich eben in der schwarzen Limousine aus. Aber sie sind auch alle gleich, diese schwarzen Limousinen. Das ist sozusagen dieses Egalitäre, was in dieser Kaderpolitik und diese Stabilität, die da reingebracht wird. Was er nicht umdreht, sondern im Gegenteil vielleicht sogar noch ein bisschen betont, ist diese Idee des sozialistischen Konsums. Ich weiß nicht, ist das zur Sprache gekommen? Ja? Also Chruschtschows Idee war ja, weg von der stalinischen Unterdrückung zu kommen und den Terror praktisch zur Triebfeder eigentlich der Gesellschaft zu machen und zum Antrieb alles, was von allem, was funktionieren muss. Und die Idee von Chruschtschow war, ja, wir müssen eigentlich beweisen, dass wir als Partei den Menschen ein besseres Leben bieten können. Und dann werden sie auch besser arbeiten und dann bringen wir unser Land eben voran. Davon wird eben nicht weggegangen. Es gibt sogar zumindest anfänglich in der Mitte der 60er Jahre Versuche, dann so, ich würde das als technokratische Wirtschaftsreform bezeichnen, wo der damalige Ministerpräsident Kosygin, der selber Manager gewesen war in der Konsumgüterindustrie, wo eben versucht wird, eigentlich so eine etwas modernere Produktion und mehr an den Interessen der Bevölkerung auch ausgerichtete Industriepolitik zu betreiben. Das ist allerdings eine sehr kurze Reformphase, hat auch nicht besonders gut funktioniert. Aber sozusagen diese Idee, wir schaffen Wohlstand und Sicherheit und das ist ein Argument, weswegen die Leute uns unterstützen sollen, bleibt zunächst mal unangetastet. Die Dissidenten habe ich schon erwähnt. Was da vielleicht interessant ist, ist aber auch, und das ist auch wieder typisch für diese Brezhnev-Zeit und das setzt sie von der Chruschtschow-Zeit ab. Unter Chruschtschow hat ein sehr eigentümliches Verhältnis zu Legalität und Recht gehabt. Er fand das zum Beispiel völlig okay, dass in Nachbarschaften sogenannte Druzhinas patrouillierten und kontrollierten, ob jemand als Mann kurze Hosen anhatte, was eben nicht akzeptabel war, und wo auch solche Nachbarschaftsgerichte sozusagen einfach über abweichendes Verhalten von Menschen geurteilt haben. Unter Brezhnev gibt es eine sehr starke sozusagen Formalisierung von solchen Rechtsfragen. Und man versucht dann eben auch die Dissidenten nicht einfach so hinter Gitter zu werfen. Man will sie nach wie vor hinter Gitter werfen, aber man macht jetzt einen formal korrekten Prozess und man muss dann eben auch natürlich bestimmte gesetzliche Grundlagen dafür schaffen, dass man sie hinter Gitter schicken kann und erfindet dann eben entsprechende Straftatbestände, die dafür genutzt werden können. Aber es ist diese Idee der Formalisierung, glaube ich, die ist relativ wichtig. Ich habe hier noch einen Punkt auf der Folie, auf den will ich später noch mal etwas genauer zurückkommen. Das ist der wachsende Einfluss des KGBs. Das stelle ich hier jetzt mal so hin. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass mehr Privatleben zugestanden wird. Das heißt sozusagen, die Partei wusste immer weniger, was die Leute eigentlich machen. Und deswegen mussten sie eigentlich immer mehr Leute haben, die sie darüber informieren. Das ist jetzt mal sozusagen so eine Schnellerklärung. Ich komme auf diese Frage noch mal in etwas mehr Detail zurück. Außenpolitisch, das werden Sie auch gehört haben, war eben die Chruschtschow-Politik auch sehr sprunghaft, ja, von sozusagen mal Begegnungen mit dem Präsidenten, dann zu Kuba-Krise und zurück. Und auch hier kommt eigentlich unter Brezhnev eine sehr viel sozusagen ruhigere Note rein und Brezhnev war eigentlich jemand, der auch ja nach Zeugnis seiner nächsten Mitarbeiter immer danach gesucht hat, eigentlich dieses Verständnis und diesen Frieden zwischen den Blöcken zu erhalten. Das hat direkte Auswirkungen dann gehabt, zum Beispiel auf das Dämpfen des Rüstungswettlaufes zwischen Ost und West, zwischen den eben hauptsächlichen Nuklearmächten. Sie waren ja schon keine Monopolisten damals mehr. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass diese Konflikte zwischen Ost und West dann in Form von Stellvertreter Konflikten an der Peripherie geführt worden sind. Für die 60er Jahre sicherlich der wichtigste der Vietnamkrieg, aber dann in den 70er Jahren haben wir ja zum Beispiel auch Angola, Mosambik und andere
Fälle zu verzeichnen. Es gibt eben Brands Ostpolitik, die hätte auch nicht funktioniert ohne ein gewisses Entgegenkommen oder Willen zu entgegenkommen auf der sowjetischen Seite. Der Helsinki-Prozess ist hier zu nennen, der 1970er Jahre, also die Versuche zu einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu kommen. Und wenn man das versucht zu erklären, warum Brezhnev daran interessiert ist, dann spielen da verschiedene Fragen eine Rolle. Die Fragen des Status quo, das heißt also die sowjetische Politik, geriert sich sehr viel weniger sozusagen expansionistisch und revolutionär. Hier ist vielleicht wieder so eine Rückverbindung zu 1917 möglich. Man versucht ökonomisch ins Geschäft zu kommen über die Grenzen der Blöcke hinweg. Und gleichzeitig hat man mit Maos China einen ehemaligen Bündnispartner im Rücken, der sich auch sehr selbstständig geriert, so dass man versucht sozusagen nicht zu viele Konfliktherde auf verschiedenen Seiten gleichzeitig zu haben. Und da kommt vielleicht auch so ein bisschen so eine persönliche Qualität von Brezhnev rein, wenn man ihn hier mit Nixon sieht oder so. Er konnte ganz gut eigentlich mit solchen westlichen Staatsmännern umgehen, vor allen Dingen bevor er richtig alt geworden ist. Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Aber die waren auch nett zu ihm. Also diese bekannten Brezhnev-Anekdoten will ich Ihnen nicht ersparen. Ich komme aus dem Rheinland, ne, wo die Bundeshauptstadt Bonn damals noch, der Petersberg, das ist so ein Hotel oberhalb von Bonn im Siebengebirge. Da ist eine relativ enge Auffahrtsstraße. Und also die lokale Legende ist, dass er da so einen neuen Mercedes 450 oder was damals die größte Nummer war, geschenkt gekriegt hat und direkt auf dem Weg nach unten total verbeult hat. Da mussten sie ganz schnell einen neuen besorgen. Also seine Liebe zum Autosammeln und Autofahren ist tatsächlich historisch belegt. Ob jetzt diese Episode stimmte, weiß ich nicht. So, kommen wir mal zu wichtigeren Fragen in der Sowjetunion. Und das ist das, was ich hier als Brezhnevs Sozialkontrakt vorstellen will. Ich habe schon erwähnt, eben diese Beibehaltung der Systemlegitimation durch Konsum- und Wohlfahrtsstaat. Die Idee ist eigentlich, dass man eben im Austausch dafür, dass die Leute sich nicht mehr einmischen und nicht querschießen bei der Politik der Partei, eben ne, Ruhe bewahren, eine ganze Menge sozusagen Gegenleistung bietet. Bildungsmöglichkeiten, Arbeitsplatzgarantie, niedrige Preise für Grundversorgung, eben diesen sozialistischen Konsum. Ich will den jetzt hier noch nicht so genau erklären, da komme ich später nochmal drauf zurück. Eine begrenzte soziale Mobilität, damit meine ich sowohl Mobilität zum Beispiel vom Dorf in die Stadt oder auch innerhalb der Sowjetunion, aber auch soziale Aufstiegsmöglichkeiten, wobei da muss man immer schon ein Fragezeichen dran setzen. Das Problem war, dass in der späten Sowjetunion immer mehr Leute mit immer besserer Bildung da waren und gleichzeitig die Qualität der Berufe und der Berufschancen und die Quantität nicht in dem entsprechenden Maße gewachsen ist. Das heißt, immer mehr gut ausgebildete Leute mussten eigentlich Jobs annehmen, die unter ihrer Qualifikation lagen, was letztendlich auch nicht zu deren Zufriedenheit beigetragen hat. Und schließlich eben die Toleranz der Schattenwirtschaft. Man hat jetzt einfach irgendwie eingesehen, dass der Staat und die Lenkungssysteme der Planwirtschaft nicht in der Lage waren, in vielen Bereichen, denken Sie mal an Dienstleistungen und andere Bereiche, eben zu funktionieren. Und man hat dann eben eigentlich zwei Augen zugedrückt, wenn sowas eben schwarz erledigt wurde. Und es bekam und diese sozusagen Toleranz und Korruption auch durch diese Schattenwirtschaft, die ist dann auch immer weiter sozusagen in die Gesellschaft, aber auch in die Partei eingedrungen. Und das wird eigentlich zu so einer Art Markenzeichen, vor allen Dingen der späten Sowjetunion unter Brezhnev. Ich finde, am besten hat eigentlich das System Brezhnev jemand erklärt, der es auch gut kannte, der aber kein Sowjetbürger war, sondern das war der ungarische Parteichef Janos Kadar. Und der hat ein bekanntes Lenin-Wort umgedreht. Im Bürgerkrieg, also jetzt müssen Sie schon beim ersten Mal da gewesen sein, 1917, ja, da hat Lenin eigentlich gegen alle gekämpft und hat erklärt, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja, das war sozusagen Kriegserklärung. Du musst dich aktiv auf unsere Seite schlagen oder wir behandeln dich als Feind. Und
Kader dreht es schlicht und einfach um und sagt, wer sich ruhig verhält, den betrachten wir nicht als Feind. Ja? Also ne, es geht wirklich also um dieses Ruhighalten und die Partei machen lassen. Wenn man sich dann anguckt, wie das auf die Gesellschaft sich auswirkt, dann ist das sehr lange Zeit als praktisch eine Möglichkeit und dann eine von der Bevölkerung auch wahrgenommene Möglichkeit interpretiert worden, sich ins Privatleben zurückzuziehen und sozusagen den Staat machen zu lassen, die Partei machen zu lassen, so weit mitzumachen, wie es unbedingt notwendig war und sonst dem Brezhnev einen guten Mann sein lassen. Umstritten ist auch schon eine längere Zeit die Frage, wie sich das sozialistische Konsummodell und der Lebensstandard verhalten. Da muss man aber dazu sagen, dass in der Brezhnev-Zeit, der im Allgemeinen sehr viel höher war und höher war als je zuvor und später in der Geschichte der Sowjetunion, was aber mitunter damit zu tun hat, dass unter Khrushchev zwar Grundlagen gelegt wurden für mehr Konsum und Wohlstand und Wohlfahrt, aber es natürlich eine Zeit gedauert hat, bis das so umgesetzt wurde. Und da war schon Brezhnev am Ruder. Ja? Also das ist möglicherweise von daher ein bisschen verzerrt. Aber es ist eigentlich so, dass natürlich immer noch Defizite, Schlange stehen, solche Dinge zum Alltag gehört, besonders wenn es um gefragte Produkte geht. Aber auf die Gesamtgeschichte der Sowjetunion betrachtet, sind die Brezhnev-Jahre tatsächlich die guten Jahre. Allerdings gibt es eben andere Strukturprobleme, die nie gelöst werden. Wohnungsmangel, wir haben Alkoholismus ist ein Riesenproblem. Offensichtlich, das könnte ich genauso gut unter Geschlechterfragen da anbringen, weil das meistens männlich ist. Aber wir haben große Scheidungsraten, wir haben riesige Abtreibungsraten, wir haben sehr viele alleinerziehende Eltern und so weiter. Also sehr viele Sachen, die wir als gesellschaftliche Missstände betrachten können. Das liegt eben zum Teil zumindest daran, dass die Wirtschaft doch nicht so gut funktioniert. Das heißt, dieser Deal, wo die Partei anbietet, wir geben euch besseres Leben, arbeitet ihr mal besser, das funktioniert eben nicht einwandfrei. Die Leute arbeiten nicht mehr oder länger oder produktiver. Und sozusagen das Niveau an Konsum aufrecht zu erhalten oder sogar steigen zu lassen, um eben diese Zufriedenheit zu erzeugen, wird immer schwieriger. Das hat damit zu tun, auch, dass im Großen und Ganzen keine wirkliche Reorientierung auf Konsumgüter, zum Beispiel in der Industriepolitik, stattfindet. Es ist immer die Armee, es ist immer die Rüstung, es ist die Schwerindustrie, die etablierten großen Industriezweige, die ihre Dominanz zu verteidigen wissen. Und was aber interessant ist, ist eben, dass in der Brezhnev-Zeit diese Entspannungspolitik und die Möglichkeit, zum Beispiel russisches Öl und Gas zu verkaufen in den Westen für harte Devisen, lange Zeit dafür gesorgt hat, dass diese negativen Seiten, diese strukturellen Probleme der Wirtschaft eigentlich übertüncht worden sind. Das ist vor allen Dingen, wenn man das längerfristig betrachtet und ein bisschen globaler betrachtet, sicherlich ein Nagel im Sarg der Sowjetunion gewesen. Ich habe das versucht, mal hier auf so einer Folie zusammenzustellen. Wir sind in der Brezhnev-Zeit eigentlich in der Zeit, in der im Westen relativ große Weichenstellungen passieren. Und ich denke, die größten sind eben diese Abkehr von dieser alten Form von Industrie hin zu einer postindustriellen Gesellschaft, in der der Dienstleistungssektor und natürlich vor allen Dingen die Informationstechnologie eine große Rolle spielt und wo zunehmend eben die Globalisierung der Wirtschaft auch einsetzt. Und wenn man das versucht, eben auf die Verhältnisse im Ostblock zu übertragen, dann muss man sagen, dass das eben ja verschlafen wird, könnte man so sagen. Und da wären wir wieder bei einem dieser anfänglich genannten Kritikpunkte an Brezhnev sozusagen. Diese Führung ist nicht in der Lage, praktisch solche Veränderungen zu erkennen, sie zu antizipieren oder ihnen sogar vorauszugehen, sondern es wird weiter praktisch in die Breite extensiv produziert, um eben das Niveau zu heben, statt zu intensivieren. Solange eben das Öl- und Gasgeschäft brummt, kann man sozusagen dieses Auseinanderklaffen der Entwicklung ganz gut übertünchen. Wo das dann aufhört, da ist dann Schluss.
Was ich damit nicht sagen will, und das möchte ich ganz deutlich hier sozusagen als Fußnote an dieses Dia anhängen, ist, dass das alles im Westen so wunderbar gelaufen ist. Das waren natürlich auch Entwicklungen, die im Westen zu sehr viel sozialem Unfrieden geführt haben, sehr viele Menschen in die Arbeitslosigkeit gebracht haben. Und gerade vor diesem Hintergrund muss man auch wiederum sehen, dass das sicherlich die Sowjetführung nicht unbedingt dazu gebracht hat, intensiv eben über solche Möglichkeiten nachzudenken. So, letzter Punkt ist die Frage von Kultur. Das ist ja ein großes Thema gewesen unter Chruschtschow, eben das kulturelle Tauwetter. Das ist für die Brezhnev-Zeit ein bisschen schwieriger zu machen, obwohl da inzwischen auch Debatten losgegangen sind, ob wir möglicherweise ein zu graues Bild von der Brezhnev-Zeit haben, was die Kultur, gerade die Massenkultur angeht. Ich meine, das ist die Hochzeit von sowjetischen Barden, die keineswegs immer nur sozusagen die Parteilinie vertont haben, wie Wladimir Wyssozki, auch ein bekannter Theaterschauspieler der Zeit. Das ist die Zeit von Autoren wie hier Genghis Aitmatov, die auch im Westen große Erfolge feiern. Das ist jetzt auch keine revolutionäre Literatur, aber der war sehr beliebt, auch international. Oder eben auch Filmklassiker, die heute jeder auswendig zitieren kann in der Sowjetunion, wie hier Sloh Kimparom, sehr lustiger Film tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Verleihtitel davon ist. Weiß das jemand? Ja, wahrscheinlich auch nicht so leicht zu finden. Ja, aber jedenfalls, also wir haben schon durchaus ein aktives Kulturleben, obwohl eben sozusagen die intellektuellen Freiheiten begrenzt sind und so eine Dissidentenszene entsteht, die sozusagen immer mehr in so einen Gegensatz zum System kommt. Und wir haben neben eben dieser öffentlich geforderten Kultur eine Untergrundkultur, aber ich denke, was für die Zeit am kennzeichnendsten ist, dass zwischen diesen beiden Extremen so ein ganz großer Mittelbereich ist, in dem sich viel abspielt, in dem es in der Sowjetunion plötzlich Hippies geben kann, Rockmusik und solche Sachen. Also das ist natürlich meistens eine städtische Erscheinung und gerade wenn wir von Städten sprechen, muss man da wahrscheinlich sagen, auch von den Hauptstädten, von den großen Städten, aber es ist nicht so grau, wie es erschien. Grau wurden dagegen die Protagonisten des Systems, ja, die sind, wenn man sich das anguckt für die 70er Jahre, die sind alle irgendwo geboren zwischen 1900 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Das heißt, sie waren junge Leute in den Hochzeiten des Stalinismus, da haben ihre Parteikarrieren angefangen und das heißt, die haben alle denselben mehr oder weniger Erfahrungshorizont und dieselben Denkmuster. Auch wieder was nicht gerade dafür spricht, dass sie Erneuerungen gegenüber besonders aufgeschlossen sind. Gleichzeitig wird irgendwie diese Bedeutung dieser politischen Rituale immer größer. Ich habe ja mit 1977 hier angefangen und diesen Revolutionsfeiern. Und auch diese Tatsache, dass man die Leute nicht mehr scheucht, sei es im Betrieb oder in der Partei, führt dazu, dass sich eben bestimmte Verhaltensweisen ziemlich einschleifen. Und dazu gehören eben leider auch diejenigen, die eben mit dem Wohlleben und der Korruption der Nomenklatur, das heißt mit den Vertretern des Systems, zu tun haben. Und schließlich wird der alternde Brezhnev auch immer mehr offen für die Verehrung seiner eigenen Persönlichkeit, sage ich mal so. Das wird so ein Personenkult. Da liegt Stalin offensichtlich schon weit genug in der Vergangenheit zurück, um das wieder sozusagen machbar zu werden. Und die Zahl der Witze über sozusagen die Orden an seiner Brust, die ist, ja, was ist jetzt größer, die Zahl der Orden oder die Zahl der Witze? Weiß ich nicht, nehme an, die Zahl der Witze. Auf jeden Fall ist ganz klar, dass diese Führungsschicht da veraltert, vergreist und gewisse Realitätsferne entwickelt. Und das wird Ende der 70er Jahre sehr dramatisch deutlich. Und der erste Schritt in diese Phase ist der Entschluss, sowjetische Truppen zur Unterstützung eines kommunistischen Herrschers in das Nachbarland Afghanistan zu senden, was zu einer sofortigen Abkühlung des Verhältnisses zwischen Ost und West führt. Das hat aber auch damit zu tun, dass eben in Westeuropa, in den USA zu der Zeit gerade sehr konservative
Politiker an die Macht gekommen sind. Das führt dann zu der, zum Boykott der Olympiade 1980, die sich Brezhnev eben auch so praktisch als weiteren Orden gerne an die Brust geheftet hätte. Das ist, sollte 1980 heißen, nicht 180 offensichtlich. Wir haben dann die Solidarność-Periode, also die Entstehung einer unabhängigen Arbeiterbewegung in Polen, den Rüstungswettlauf, die Friedensbewegung in Ost und West. Also viele von Ihnen werden sich an diese Dinge durchaus noch aus eigener Ansicht erinnern können. Das heißt, in a nutshell, dass Brezhnev und sein Politbüro eigentlich völlig überrascht waren von dieser breiten Wirkung dieser einen Entscheidung, die sie getroffen hatten. Und es ist nun auch keineswegs so gewesen, dass innerhalb der Partei und innerhalb der sowjetischen Spezialisten sie nicht gewarnt worden wären vor diesem Schritt, das Militär nach Afghanistan zu schicken. Aber da spielt dann eben genau diese Tatsache, dass die sich so quasi eingeigelt hatten, ne? Und nur noch unter gleichen Sprachen eine große Rolle, dass sie einfach das nicht ernst genommen haben. Und dann eben, wie gesagt, von den Folgen sehr überrascht waren. So, damit haben wir eigentlich sozusagen die Geschichte der Periode. Brezhnev stirbt 1982, das habe ich mal rausgelassen. Ist ja so ein bisschen traurig auch am Ende. Das jedenfalls, damit haben wir das abgehandelt und können jetzt versuchen, zumindest ein oder zwei Aspekte der Reinterpretation der jüngeren Zeit anzubringen. Und ich beziehe mich zunächst mal auf hier einen Aufsatz der Kollegin Susanne Schattenberg aus Bremen, den ich ganz interessant fand, wo sie versucht hat, gerade das, was so besonders negativ gesehen worden ist in der Brezhnev-Zeit, eigentlich als eine ganz clevere an Strategie des Machterhalts zu interpretieren. Und dazu muss ich ganz kurz auf einen Fall, den sie da auch zitiert in diesem Aufsatz, eingehen. Und das passiert im Juni 1970. Da ist der ägyptische Staatschef Nasser zu Besuch in Moskau. Und diese Geschichte ist dann später aufgeschrieben worden von einem von Nassers Beratern, einem gewissen Mohammed Haykal. Also, der berichtet also, die Ägypter und die sowjetische Führung sind mitten in ihren Konsultationen, als die Tür aufging und ein Beamter des Außenministeriums hereintrat und ein Dokument zunächst dem stellvertretenden Außenminister Winogradow in die Hand gab. Winogradow gab das Papier weiter an Andrei Gromyko, den Außenminister, der las es, stand auf und brachte es zu Alexei Kosygin. Kosygin las es und gab es weiter an Leonid Brezhnev. Brezhnev las es und gab es wieder an Kosygin zurück. Kosygin gab es dann an Nikolai Podgorny. Podgorny las es und gab es dann an Kosygin zurück. Der gab es zurück an Brezhnev. Dann unterschrieb Brezhnev es, gab es an Kosygin, der es auch unterschrieb. Dann unterschrieb Podgorny. Podgorny gab es an Gromyko, der hat es an Winogradow gegeben, der gab es dann zurück an den Vertreter des Außenministeriums. Und dann ging dieser Vertreter des Außenministeriums aus dem Raum. Diese ganze Transaktion dauerte ungefähr 5 Minuten. Brezhnev erklärte den Ägyptern, dass er gerade ein Telegramm mit einer Warnung an General Mohamed Siad Barre in Somalia unterschrieben habe, das ihn davor warnte, dass es einen Mordversuch auf ihn geben würde. Als sie den Raum verließen, sagte Nasser zu diesem Berater dann, Haykal, hast du gesehen, was hier passiert ist? Meinen Sie diese Geschichte mit dem Stück Papier? Fragte er. Ja, meinte Nasser. Wenn ein Telegramm an General Siad in Somalia die Signatur von allen diesen Typen braucht, dann haben wir echt ein Problem. Also das ist natürlich ein bisschen extrem jetzt als ein Beispiel, aber was Schattenberg da versucht herauszuarbeiten, ist eigentlich, dass Brezhnev einen bestimmten Stil hatte, seine Führungsrolle zwar darzustellen, sage ich jetzt mal vielleicht, am besten. Also er ist ja derjenige, dessen Handlung an bestimmten zentralen Stellen dieses Skriptes erforderlich ist, aber gleichzeitig eben versucht, möglichst viele Leute an diesem Prozess zu beteiligen. Das ist jetzt
zu lesen, sagt Schattenberg, vor dem Hintergrund dessen, dass die Partei immer gemeinsam eine Linie vertritt, diese Parteilinie. Und eben, wenn sozusagen das in der Partei irgendwas ausdiskutiert ist und ein Beschluss genommen ist, dann sind alle Parteimitglieder verpflichtet auf diesen Beschluss und können sich dem nicht entziehen. Und Brezhnevs besonderer Versuch wäre eben gewesen, alle möglichst daran zu beteiligen im Umfeld der Führung. Und sie setzt das ab gegen andere Szenarien und vergleicht das mit Stalin und mit Khrushchev. Und sie sagt, dass Stalin also sozusagen in allen seinen Handlungen ständig eigentlich darauf referiert hat, dass die Sowjetunion von ständigen Bedrohungen durch Feinde oder dass sie ständigen Bedrohungen durch Feinden ausgesetzt ist, dass er ständig in dem Problem steht, praktisch ein Land regieren zu müssen und nach vorne bringen zu müssen, was rückständig ist. Und gleichzeitig, dass es eben aber, dass er auch der Chef eines siegreichen Imperiums ist. Das kommt natürlich vor allen Dingen mit dem Zweiten Weltkrieg dazu. Während bei Khrushchev praktisch alles immer unterlegt worden ist, sozusagen mit diesem Argument, wir sind in einer Phase, in der wir uns eben von den stalinischen Methoden des Regierens verabschieden und auf Reformen setzen. Und sie argumentiert, dass eben Brezhnevs Vertrauen und die Sorge um Partei und Volk und Sicherheit und Stabilität im Vordergrund stehen. Ich springe auf diese. Da kommt übrigens die Badehose zumindest mal wieder zur Geltung. Ja? Und es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, den Kommunikationsstil von Brezhnev mit dem seiner Vorgänger und auch anderer sowjetischer oder russischer Politiker zu vergleichen. Also das, was eben von den Kritikern sehr oft als Zögern oder als sozusagen Führungsschwäche ausgelegt wird, wird hier als so eine Art Strategie dargestellt. Ja, er führt endlose Telefongespräche wenn man das tatsächlich mal ernst nimmt, dieses Zuhören, Abwägen und Entscheidungen, wenn sie zum Beispiel jetzt gerade nicht im Konsens durchgesetzt werden können, auch zu verschieben, wenn man das als eine These nimmt, die man eigentlich als Historiker mal weiter überprüfen will, über diesen ersten Aufsatz, diese Sichtweise vorschlägt, dann wären übrigens diese sonderbaren Tagebücher gar nicht so eine schlechte Quelle. Weil wovon die wimmeln, sind eigentlich Notizen, mit wem er wann gesprochen hat. Das heißt, man kann da eigentlich ein totales Bewegungsbild der Sowjetelite über 20, 30 Jahre herstellen. Und wer wann mit wem in welchen Zirkeln sich da bewegt hat. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ganz bekannte Geschichte ist eben auch die Ungezwungenheit, mit der er also versucht hat, sozusagen diese Leute zu sich auch einzuladen und sich eben als Erster schon untergleichen zu präsentieren, aber eben untergleichen. Auch Stalin hat die Leute ständig auf seine Datscha zitiert, aber die sind da nicht hingefahren, um sich zu amüsieren. Da kann man ziemlich sicher sein. Während eben unter Brezhnev musste man wahrscheinlich darauf gefasst sein, irgendwelche Altherrenwitze zu hören und eine Menge zu trinken und wahrscheinlich auch eine Menge zu essen. Und manchmal hat er auch gesungen, das habe ich auch schon irgendwie gefunden. Aber schlimmer wurde es nicht. Es gibt eine weitere Quelle, da gehe ich jetzt ein bisschen über das, was Schattenberg schreibt, hinaus, die ich eigentlich immer verwende mit meinen Studenten, wenn wir über den Prager Frühling sprechen und die Unterdrückung. Es gibt die Aufzeichnung von einem Telefongespräch zwischen Brezhnev und Alexander Dubček, das etwa so 3 Wochen vor der eigentlichen Invasion stattfindet. Und da kann man fantastisch diesen Stil von Brezhnev wiederfinden. Brezhnev ruft Dubček an und sagt, spricht ihn zunächst auch mal mit diesen ganz vertraulichen russischen Namensverkleinerungsformen an. Ne? Alexander wird dann Sascha. Und dann sagt er, lieber Sascha, wir haben uns doch vor ein paar Wochen getroffen, da haben wir doch gesagt, dass es so ein paar Probleme gibt zwischen euch tschechischen Kommunisten und uns Kommunisten. Und da hast du doch eigentlich zugesagt, dass man ja vielleicht 1 oder 2 von den Leuten, die jetzt bei euch die Presse machen, mal an die Luft setzen kann. Warum ist denn da nichts passiert? Und dann Dubček, der weiß ganz genau, was Brezhnev will, der windet sich und dreht sich und sagt, ja, lieber Leonid, aber geht jetzt nicht und wir müssen jetzt erstmal das nächste Parteiversammlung abwarten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Gespräch hat in Echtzeit ungefähr 1 Stunde gedauert. Das sind das Transkript, was ich kenne, und ich weiß nicht, ob es vollständig sind, das sind mindestens 10 eng bedruckte Seiten. Und man kann eben sehen, wie dann Brezhnev auch hin und her springt, zum Beispiel. Mal ist es lieber Sascha, und dann wird er plötzlich
Alexander, ich habe jetzt seinen Vatersnamen vergessen, aber dann geht er auf diese sehr formelle Anrede zurück. Aber man merkt, dass er eigentlich hart dran arbeitet. Ne? Er könnte natürlich sagen, okay, Dubček will nicht und jetzt machen wir mal Schluss. Aber das ist nicht der Brezhnev-Stil. Ne? Sondern er versucht ihn wirklich eigentlich noch rein zu kajolen in so eine Zustimmung dazu, irgendwie den Sowjets entgegenzukommen, damit er Brezhnev dann zum Beispiel auch nicht diese Entscheidung treffen muss über die Invasion, die er eigentlich auch nicht will, wo ihn aber andere auch drängen. Im Fall des Prager Frühlings waren das ja vor allen Dingen die Staatschefs auch anderer Bruderstaaten wie Ulbricht oder Gomulka in Polen, die eben befürchteten, dass solche Reformbemühungen auch über die Grenzen kommen würden. Also ich denke, da spricht einiges dafür, sich möglicherweise eben diese vermeintliche Führungsschwäche unter diesem etwas anderen Aspekt der Kommunikation genauer anzugucken. Allerdings sind da sicherlich Grenzen gesetzt für dieses Interpretationsmuster. Denn es gibt letztendlich in diesem geschlossenen Zirkel keinen freien und offenen Austausch von Argumenten. Und das sieht man eben besonders in dieser späten Zeit. Ich habe ja schon berichtet eben von diesem Afghanistan-Beschluss, von dem dann eigentlich alle in diesem Führungszirkel überrascht waren, was er für Konsequenzen gebracht hat. Und der funktioniert natürlich auch in dem Moment immer schlechter, in dem Brezhnevs Eitelkeit, sein Alter und seine Krankheit, er hat eine ganze Menge körperliche Gebrechen und Parkinson und was nicht alles, funktioniert das natürlich auch immer schlechter. Und was ich aber wieder ganz interessant finde, ist natürlich, dass man möglicherweise das Modell durchaus dann eben auch dafür verwenden kann, zu erklären, warum dann eben in dieser Zeit, wo das Modell dysfunktional wird, plötzlich Leute schon in der zweiten Reihe stehen, die dann ein paar Jahre später, es kommen ja noch das nach Brezhnevs Tod das Zwischenspiel mit Andropow und Tschernjenko, die dann auf einmal einen ganz anderen Kurs fahren können, obwohl sie eben eigentlich zu diesem Zirkel gehört haben. Und ganz nett ist dieses Bild hier auch, wo man sieht, dass da in der letzten Reihe sehen Sie den Mann mit diesem markanten Fleck auf der Stirn, also Gorbatschow ist da schon dabei. Ne? Aber möglicherweise können wir das Modell verwenden, um zu erklären, warum das da dysfunktional wird. So, ich bin über die Zeit. Ne? Ich habe jetzt hier einen von meinen Notausstiegen. Ich habe jetzt auch noch keinen Kopf irgendwie hart auf die Bank schlagen hören und auch kein Gepfeife und Gejohle. Kann ich noch einen Punkt? Okay, gehen wir nochmal auf die Frage von Stagnation und Dynamik hin und die Frage, dann komme ich wieder in diesen Bereich dieses sozialistischen Konsums und dieses Wohllebens. Ja? Und ich möchte den Tourismus, also mein Forschungsfeld hier, als so ein Beispiel dafür bringen, wie zwischen Staat und Bevölkerung dann doch gewisse Kommunikationsprozesse stattfinden, die letztendlich die Verhältnisse verändern, wenn auch in einem sicherlich für das Weiterbestehen der Sowjetunion nicht gerade zentralen Bereich. Und da will ich nochmal ganz kurz eben auf ein Zitat eingehen, was ich übernommen habe aus dem Buch, was eben rumgegangen ist, eben von meinen Kollegen hier, Dina Feinberg und Artemie Kalinowski, die sagen, wir müssen über diese sozusagen Vorstellung von Zynismus, von Rückzug und so weiter weggehen, um auch zu sehen und überhaupt einen offenen Blick dafür zu haben, wo möglicherweise eine gewisse Dynamik im System noch gesteckt hat. Und mein erstes Beispiel ist der Familienurlaub. Ja, warum ist das so ein Problem in der Sowjetunion? Das hat damit zu tun, dass das Tourismuswesen, zumindest das offiziell von den Gewerkschaften und der Partei und den Ministerien organisierte, darauf ausgerichtet war, dass es eigentlich immer nur Mitglieder von Betrieben waren, die dann einzeln so Berechtigungsscheine für Urlaub bekommen haben. Ich komme darauf gleich zurück. Gleichzeitig gibt es aber schon in den 40er und 50er Jahren so rein in medizinischen Fachzeitschriften eigentlich Diskussionen darüber, ob das eigentlich so schlau ist, wenn man zum Beispiel Kinder ganz alleine ins Sanatorium schickt, um gesund zu werden, oder ob das nicht vielleicht besser wäre, wenn da doch ein Elternteil mitführe. Und in der Folge entstehen so erste spezialisierte Sanatorien, die eben Mutter mit Kind Sanatorien genannt werden. Das ist jetzt wiederum nicht besonders erstaunlich für
Leute, die sich mit Geschlechtergeschichte auseinandersetzen. Also Vater- und Kind-Senatoren gibt es auch in Westeuropa, glaube ich, relativ wenige. Na gut, jedenfalls bleibt die Zahl aber solcher Spezialeinrichtungen ziemlich klein. Aber was wir beobachten können, das ist in den 60er Jahren, und das kann man jetzt nicht so genau festmachen, ob das noch die letzten Khrushchev-Jahre oder schon die ersten Brezhnev-Jahre waren, dass diese Forderung, dass es doch eigentlich nicht absurd ist, wenn Eltern mit ihren Kindern zusammen Ferien machen, allmählich außerhalb dieser medizinischen Fachzeitschriften diskutiert wird. Da sieht man, dass wir in einer Phase sind, wo die Partei und das System eigentlich durchaus bereit sind, in diesem Modell des sozialistischen Konsums in gewisser Weise die Erwartungshaltung der Bevölkerung und ihre Bedürfnisse auch ernst zu nehmen und bereit ist, darauf in gewisser Weise einzugehen. Wir sehen also die Rückkehr der Soziologie in dieser Zeit. Ja? Zeitungen wie die Komsomolskaja Pravda fangen an, so Leserumfragen zu machen. Das hat ein bisschen zu tun mit dieser Distanzierung zwischen Staat und Gesellschaft in diesem Kadar-Modell, sage ich mal, ja, in dieser Privatisierungsgeschichte. Und nun versucht man sozusagen über andere Methoden sich anzunähern. Und das Problem ist aber einfach, dass es sich in den Strukturen, wie sie aufgebaut worden sind in der Sowjetunion, überhaupt nicht machen lässt. Ja. Sie haben Sanatorien, da sind eben, Metallarbeiter drin und da gibt es 6-Bettzimmer und da lässt sich Familienurlaub relativ schwierig unterbringen. Und das Problem ist jetzt, dass aber der Staat den Diskurs aufnimmt und sagt, ach ja, Familienurlaub ist eigentlich keine schlechte Sache. Und dann wird eben in der typisch sowjetischen Weise von oben nach unten gesagt, so, macht jetzt mal Familienurlaub. Und da habe ich ein sehr schönes Dokument gefunden von so einer Diskussion von den Leitern dieses Tourismuswesens und derjenigen, die vor Ort verantwortlich waren. Und da kann man sehr gut deren Haltung zu dieser Frage sehen. Also es ist tatsächlich irgendwie, ja, wer schon mal Urlaub mit Kindern gemacht hat, weiß, dass er im Prinzip recht hat, aber gut, so ist das halt. Aber das Interessante ist jetzt, ne, das Regime greift praktisch den Diskurs auf und obwohl es selbst Verhältnisse geschaffen hat, die das nicht zulassen, wird jetzt aber diskursiv gesagt, wir müssen das aber machen und die Gelackmeierten sind die, die sozusagen in dieser Zwischenebene sitzen, die das dann umsetzen müssen. Das ist so ein Beispiel das ist eben tatsächlich so schwierig, weil eben diese Putjovki, diese Berechtigungsscheine durch die Betriebe an die Werktätigen gegeben werden. Dann werden tatsächlich, man sieht so richtig so einen Eskalationsprozess, könnte man fast sagen, in der Kommunikation. Ja? In den 60er Jahren wird das hoffähig und dann beginnen eben sozusagen die Leiter und die Verantwortlichen, das aufzugreifen. Und dann werden gleich auch wiederum in typisch sowjetischer Manier geradezu unglaubliche Planzahlen nach draußen gehauen. Ne? Also bis zur Mitte der 70er Jahre soll ein Siebtel der Kapazitäten familienfreundlich sein. Das ist natürlich nie passiert, obwohl es tatsächlich den Ausbau solcher Strukturen gibt. Aber was sie nie in den Griff gekriegt haben bis zum Ende der Sowjetunion, also noch über Brezhnevs Tod weit hinaus, war dann die Frage, wie machen wir das denn eigentlich mit dem Verteilen von den Berechtigungsscheinen? Es gibt die Familie ja nicht als irgendeine Einheit, die gemeinsam irgendwo aufkreuzt in irgendwelchen wirtschaftlichen oder politischen Strukturen der Sowjetunion. Ja? Also das bleibt ambivalent, um es vorsichtig auszudrücken, und man könnte auch sagen dysfunktional, aber ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo man sieht, dass eben tatsächlich das nicht so ist, dass alles, was neu ist und was irgendwo herkommt, von vornherein abgelehnt wird. Putjovki, das sind diese Berechtigungsscheine, die man braucht, um eben in diesen Erholungseinrichtungen aufgenommen zu werden. Ich springe jetzt ein bisschen über das zweite Beispiel, was sehr ähnlich ist. Das ist ein bisschen die andere Richtung. Es gibt am Anfang in der Sowjetunion ja praktisch bis unter Khrushchev keine Privatwagen. Unter Brezhnev ändert sich das auch. Das ist eben Teil des sozialistischen Konsums. Die Partei ist schon mehr interessiert, dass die Leute Fernsehgeräte und Kühlschränke haben als Autos. Aber gut, ne? Es wird eher möglich. Und das sind natürlich, ich kann das jetzt nicht so sehr detailliert machen. Ich gehe mal zu meiner letzten Folie und fasse das so ein bisschen zusammen, was auf den anderen war. Also die Eliten machen das, aber es gibt keine Infrastruktur. So, da ist ein Problem. Aber weil es die Eliten sind, kann man natürlich auch schlecht was dagegen sagen. Das heißt, obwohl es total individualistisch ist und auch die sowjetischen Verhältnisse eigentlich total überfordert und dann auch noch in den Urlaubsorten jede Menge Probleme schafft,
sagt eigentlich niemand, dass Individualmotortourismus Mist ist. Ja, da kommt von oben sozusagen so ein Diskurs runter, obwohl der eigentlich auch total unpraktisch ist, als er dann mal entstanden ist. Und für mich, und das, da gehe ich vielleicht doch nochmal einen zurück, das ist diese Folie, dann passiert aber Folgendes, weil eben so viele Leute inzwischen individuell und nicht organisiert in diese Urlaubsorte fahren, hat man da alle möglichen Probleme, einschließlich enormer Gesundheitsprobleme. Ja, da sind Leute, die ohne irgendwelche sanitären Voraussetzungen irgendwo wild in Autos oder ohne Autos zelten. Und es gibt null Infrastruktur dafür, man will das aber nicht verbieten und es kommt zu einer riesen Cholera-Epidemie 1970 in diesen Urlaubsgebieten. So, und dann treffen sich die Verantwortlichen und denken, und wenn man jetzt das patriarchale Modell, was man normalerweise der Sowjetunion sowieso und Brezhnev im Besonderen unterstellen würde, würde man ja annehmen, die sagen jetzt, okay, Feierabend, das, um das einzudämmen, wird jetzt der freie Zugang zu diesen Urlaubsgebieten, in denen es Gesundheitsprobleme gibt, verboten. Und dann ist das Tolle, ist, dass das dann auf den, in den Kreisen der Verantwortlichen in Moskau diskutiert wird. Und dann stehen Leute auf und sagen, nee, das wollen wir nicht, weil wir sind ja froh, dass man bei uns sich inzwischen frei bewegen darf. Und dann wird es nicht gemacht. Da wird was anderes gemacht, was kein bisschen besser ist, aber auch wieder typisch in die Zeit fast, dann wird eben diese Cholera-Epidemie kleingeredet oder verschwiegen. Ist ja auch eine Lösung. Ja. So, und damit komme ich jetzt zu dieser Zusammenfassung hier nochmal. Ich finde, das sind zwei ganz gute Beispiele, in denen wir sehen, dass sich sozusagen so diskursive Aushandlungsprozesse da eben doch vollziehen. Und weil eben es einfacher ist, sozusagen auf der Ebene dann sozusagen den Leuten entgegenzukommen, ob das nun von den Eliten nach unten kommt oder von unten nach oben im Fall des Familienurlaubs. Und da ja das System nicht ohne weiteres in der Lage ist, das dann auch wirklich umzusetzen, ist aber die Bereitschaft da, durch die Verantwortlichen in der Partei und in den staatlichen Stellen, den schwarzen Peter einfach diesen mittleren Ebenen zuzuschieben und zu sagen, seht mal zu, wie er damit klarkommt. Und die sehen zu, wie sie damit klarkommen. Das heißt, da ist eine Menge Improvisation, funktioniert nicht immer alles, aber da entstehen dann wieder neue Grauzonen und so weiter. Ein Beispiel wäre jetzt aus meinem Bereich hier des Tourismus, dass in fast allen Urlaubsorten Privatvermietung zugestanden wird, was aber eigentlich gesetzlich gar nicht geht, weil das unproduktive Arbeit ist und die ist in der Sowjetunion verboten. Ja, also man sieht, dass sich da doch eine ganze Menge Sachen relativ dynamisch entwickeln. Die Frage ist natürlich sozusagen, wie viel ist da der Anteil von der Führungsschicht und Brezhnev, aber ich denke, gerade diese Politik, dieses sozusagen lass mal machen, mal nicht so groß aufregen drüber und auch mal beide Augen zudrücken, die ist eigentlich die Voraussetzung dafür. Und damit schließt sich dann der Bogen zu der Nostalgie, denke ich. Ne? Ich habe dieses Bild auf einer heutigen Webseite gefunden und da wird eben gesagt, was so toll war an der untergegangenen Sowjetunion. Da haben wir dann eben so Aspekte, die ich für die Brezhnev-Zeit auch schon eigentlich genannt habe. Das Land mit dem besten Ausbildungssystem der Welt. Das habe ich nicht verstanden, was ihr damit eigentlich sagen wollt. Muss ich zugeben. Also, ja, also das ist ein bisschen fragwürdig. Aber jedenfalls, das ist eine Macht gewesen, die in der Welt akzeptiert wurde. Das, klar, das kennen Sie auch also seit Putin. Das Land mit den ersten Leuten im Kosmos, das hatten wir hier beim letzten Mal. Das Land, das die Welt vor dem Faschismus gerettet hat, das belesenste Land der Welt, eine große Sportmacht und das Land mit kostenloser medizinischer Versorgung. Und in diesem Bereich fällt ja auch ein Teil meines Tourismus, den ich hier vorgestellt habe. Und damit, denke ich, machen wir einfach mal Schluss für heute. Dankeschön. Entschuldigung. Auf jeden Fall, ja. Ganz herzlichen Dank erstmal an die und an den Herrn mit den schönen Augenbrauen. Und dann öffne ich jetzt gern für Fragen, Kommentare. Keine weiteren Fragen. Alle entschlagen. Ja. Kann man sagen, dass diese Stagnation mit der Zerschlagung von Prager Frühling und mit dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten am 21. August 1968 etwa begann
Und zweiter Punkt, die Brezhnev-Doktrin, also diese eingeschränkte Souveränität der Vasallenstaaten. Die gab diese eingeschränkte Souveränität, gab schon bald nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Aber der Begriff entstand, glaube ich, erst nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei. Woher kommt der Begriff? Wer hat ihn geprägt? Okay, das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, in der wir dann, denke ich, dahin kommen, wenn man das weiterführt, was ich vorgeschlagen habe, nämlich den Blick jetzt mal rein von der politischen Geschichte auch auf andere Bereiche des Lebens in der Sowjetunion zu lenken. Da kommt man früher oder später zu der Frage, 1968 war völlig ungezweifelt eine politische Zäsur, nicht nur innerhalb der Sowjetunion, sondern im gesamten Ostblock. Ist das auch für die sozialen, kulturellen und so weiter Verhältnisse, die ich hier zum Teil geschildert habe, der Fall? Und da wird es sehr viel schwieriger. Ich denke, man wird tatsächlich sagen können, dass die 70er Jahre sehr stark unter dem Eindruck praktisch der Unterdrückung des Prager Frühlings gestanden haben. Das heißt, dass eine ganze Menge von dem Optimismus, der vielleicht die 60er Jahre noch ausgezeichnet hat, auch schon verschwindet. Vielleicht ist das tatsächlich so, dass der von den Stagnations- oder von den Befürwortern dieses Stagnationsbegriffs vorgebrachte Zynismus dann in sehr starkem Maße zunimmt. Aber ich habe mir das angeguckt in verschiedenen Bereichen vom Kulturleben und ich finde es sehr schwierig zu sagen, dass das tatsächlich sehr, also dass der Umschwung tatsächlich zur selben Zeit stattfindet wie eben die politischen Ereignisse. Und ich glaube, dass das mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung stattfindet in den 70er Jahren. Ja. Was die Frage der Brezhnev-Doktrin angeht, das ist natürlich mit seinem Namen auch verbunden. Das ist natürlich, zunächst mal, wo kommt die her? Brezhnev hat das nicht geschrieben und er hat das auch nicht sozusagen dekretiert, sondern das ist ein Artikel, der erschienen ist nach der Invasion in der Tschechoslowakei in der Parteizeitung Pravda, der sozusagen die Erklärung vorgebracht hat, dass das Zurückfallen eines Staates der sozialistischen Staatengemeinschaft hinter die Entwicklungsstufe, die historisch schon erreicht worden ist, nicht zulässig ist. Da muss man eben dieses marxistische Geschichtsbild sich vor Augen halten, demzufolge sozusagen Geschichte fortschreitet durch Klassenkämpfe und jeweils dann eine neue Entwicklungsstufe einleitet. Und wenn eben ein Klassenkampf den Kapitalismus beendet hat und der Sozialismus schon mal da ist, dann ist es quasi wieder natürlich, wenn ein Land in den Kapitalismus zurückfällt. Und die sowjetischen Ideologen haben da sozusagen versucht, den Prager Frühling entsprechend zu diskreditieren. Was, sag mal, wenn man das jetzt als rein marxistisch-ideologisches Problem betrachten wollte, in gewisser Weise auch richtig ist. Denn es ging um die Einführung von Marktmechanismen auch in der tschechischen Wirtschaft oder tschechoslowakischen Wirtschaft um die Zeit. So, was hat Brezhnev damit zu tun? Es ist natürlich so, dass er nicht bei allem Bereitschaft eben zu Geschäften zu kommen mit dem Westen durch die Entspannungspolitik und auch in seinen Versuchen eben Dubček zu beeinflussen, natürlich nicht von den wirklich ganz harten Essentials der sowjetischen Politik weggegangen ist. Und seit eben der Sowjetisierung Osteuropas nach 1948 hieß das einfach, dass die sowjetische Partei die Bruderparteien kontrolliert als der älteste Bruder. Und wenn da was aus dem Ruder läuft, hat man normalerweise versucht, durch Einfluss auf die Parteiführungen in den Ländern das zu korrigieren. Da ist es dann interessant zu fragen, warum passiert das nicht oder nicht in ausreichendem Maße in Prag, bevor eigentlich der Prager Frühling eine solche Dynamik entwickelt, dass es nicht mehr einzufangen ist. Und da, denke ich, spielt eine gewisse Rolle, dass die Sowjetunion im Hinblick auf die Entspannungspolitik und andere Interessen, die ich hier geschildert habe, in der Zeit zum Beispiel Rumänien relativ am lockeren Zügel lässt. Und es hat auch damit zu tun, dass aus der Sicht der Tschechoslowaken ziemlich schwierig einzuschätzen war, wo diese sozusagen Schwelle ist, wo man eben zu weit geht und sozusagen der große Bruder eingreift oder einmarschiert in diesem Falle. Und da ist es interessant zu gucken, dass es eben 1956 gegeben hat. Es gab den ungarischen Aufstand, ich weiß nicht, inwiefern der hier angesprochen worden ist. Ja, gut. Aber da ist es ja so gewesen, dass man eigentlich in Moskau gehofft hat, dass Imre Nagy als Parteivorsitzender, wenn er dann eingesetzt wird, diese Sache in den Griff kriegt und praktisch den Aufstand
irgendwie kanalisiert und unterdrückt, während eben Imre Nagy in seiner Auseinandersetzung mit seinem internen Parteirivalen Rákosi eigentlich genau das Gegenteil gemacht hat und gesagt hat, naja, wenn Rákosi die Partei blockiert, dann schlage ich mich auf die Seite der Aufständischen. Das ist schiefgegangen. An demselben Jahr 1956 hat Gomulka sich eigentlich erfolgreich gegen Chruschtschow durchgesetzt, indem er gesagt hat, kein Problem, lieber Nikolai Sergejewitsch, bei uns in Polen bin ich hier der Master und ich habe das unter Kontrolle. Und Chruschtschow hat das für die bessere Lösung gefunden und hat ihn machen lassen. So, und dann kommt 68, 12 Jahre später Dubček und muss sich sozusagen entscheiden, auf welchem Szenario bin ich jetzt gerade unterwegs. Geht das hier den polnischen Weg oder geht das hier den ungarischen Weg? Also riskiere ich wie in Ungarn, dass es eine Intervention gibt. Und er hat geglaubt, und da ist auch wieder diese selbe Quelle, die ich erwähnt habe, dieses Telefongespräch, sehr aufschlussreich. Er hat geglaubt, solange er Brezhnev erklären kann, dass er alles unter Kontrolle hat und die Partei unter Kontrolle hat, wird Brezhnev das akzeptieren und eben nicht eingreifen. Und das war sozusagen eine Misskalkulation von beiden Seiten. Und das macht eigentlich dieses Dokument geradezu tragisch, ja? Dass beide Seiten eigentlich sozusagen versuchen, auf ein Szenario hinzuargumentieren, das sagt, ist alles nicht so schlimm. Aber sie kommen nicht zusammen. Aber es ist, ich meine, ich wollte jetzt nicht über 1968 hier nur reden. Wenn das Ihre Frage soweit beantwortet. Danke. Weitere Fragen? So. Ja, ich würde sonst noch ganz kurz anschließen, eben an die Frage, die, genau an diesen Aspekt, weil du hast auch angesprochen, dass quasi das Stützen der sozialistischen Bruderländer wird, und ich denke auch die Konflikte in die Stellvertreterkriege in der dritten Welt, der sogenannten, werden ja zu einer zunehmenden finanziellen Belastung. Hm. Ist da auch eigentlich 1968 ein Wendepunkt? Ist das auch etwas, was sich in den 70er Jahren dann nochmal wirklich zuspitzt? Ja, und das hat einfach mit der Entwicklung der Rohstoffpreise zu tun. Die Ölkrise ist für Westeuropa schlecht und für Russland, oder die Sowjetunion ist das prima. Ne? Die Preise für Energie gehen hoch und die Einnahmen daraus, die kann man eben verwenden, um eine ganze Menge Löcher zu stopfen. Aber diese Hochpreispolitik hält ja nicht ewig an. Das ist so, fällt eher mit dieser Afghanistan-Zäsur zusammen, dass sie wieder runtergehen. Und sozusagen das Gemeine an der Geschichte ist, dass sie ganz besonders niedrig werden, als Gorbatschow an die Macht kommt und das Geld eigentlich ganz besonders dringend brauchen würde. Da ist es dann nicht mehr da und dann treten die Wirtschaftsprobleme der Sowjetunion umso deutlicher zutage. Ja, das ist ja bittere Ironie des Schicksals, kann man sagen. Gut, ich denke. Ja, und ich denke, das ist dann auch schon die perfekte Überleitung für unseren Vortrag genau. Zu 1987 in 2 Wochen, wo es dann wirklich eben um die Krisen im Regime Gorbatschow geht. Nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Referenten und ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen wieder.